Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von diesem wunderschönen kleinen, aus dieser wunderschönen kleinen Melange aus Minecraft und die Siedler. Willkommen zu Stonehearth. Das ist die zweite Episode und ja, gerade eben haben wir erfolgreich einen Angriff nicht abgewehrt, sondern der ist einfach passiert. Irgendwas wurde, glaube ich, geklaut. Niemand wurde verletzt. Alles gut. Wir haben dabei herausgefunden, wie unser Kampfsystem funktioniert und hoffen mal, dass die nicht allzu bald wiederkommen. Auf jeden Fall müssen wir recht bald dann auch schon nach Defense schauen. Wir haben bereits zwei Kämpfer ausgebildet, aber wir bräuchten natürlich mehr, beziehungsweise auch einfach eine Verteidigungsanlage. Deswegen sind Zäune, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich würde hier, glaube ich, sehr gerne einen Zaun machen, um das hier einfach mal abzuzwacken, damit ich weiß, dass diese Seite hier sicher ist, dass das safe ist. Und dazu brauchen wir aber auch noch ein paar mehr Bäumchen. Und deswegen holzen wir die hier auch nochmal ab. Wir brauchen dazu natürlich auch Sicht. So, und unser Lager ist gar nicht so sehr voll, das heißt, das tut uns auch ganz gut, wenn wir noch ein bisschen mehr Holz haben. Stein haben wir, glaube ich, genug. Wir schauen mal hier rein, da wurde ordentlich, jawohl, abgeholzt. Das kann aber ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. So. Naja, allzu tief wollen wir es auch nicht machen. Machen wir mal so. Wunderbar. Dann haben die da auch ein bisschen was zu tun. So, der Hahn hat gekräht und die Sonne geht wieder auf. Das heißt, gleich wird es wieder ein bisschen heller. Die paar Lämpchen, die wir da hingebaut haben, das habt ihr vielleicht gemerkt, machen es nicht allzu hell. Das ist ein bisschen schade, aber können wir gerade auch nichts tun. Ich hoffe, dass sie das in Zukunft ein bisschen ändern, dass das ein bisschen heller wird. Und ich hätte ja gerne Wege. Wege wären toll, dass das auch so ein bisschen wie ein Dorf aussieht. Hier würde ich gerne einen Marktplatz machen und so weiter. Na, so wie man das halt macht, fände ich eigentlich ganz nice. So, die Aufgabe des heutigen Tages ist hier einen Zaun zu bauen. Wie würden wir denn so einen Zaun machen? Okay, erstmal hier auf Show Workshop. Einen Zaun haben wir hier, Picket Fence. Und natürlich brauchen wir auch einen Picket Fence Gate. Das basteln wir mal zuerst. Und Picket Fence. Da werden wir wahrscheinlich richtig viel brauchen. Deswegen würde ich sagen, mache ich mal hier einfach 30. Das geht ja eigentlich immer relativ schnell. Hier wird das Holz gerade abgetragen. Hier sind meine Kollegen am Steinabbau beschäftigt. Hier ist einiges los. Und was sehe ich da? Da ist natürlich schon wieder ein Kämpfer am Start. So. So, da kommen sie schon. Leute, ich weiß nicht, aber da steht ein Feind. Ne, ist ein Footman, ist unserer. Also wirklich gut zu erkennen ist das nicht. Wir haben jetzt zumindest mal alle einberufen. Das hat schon mal funktioniert, wunderbar. War nur ein Test, sorry. Alles gut. Ja, aber warum arbeitet der nicht? Hier gibt es Holz abzutragen. Für gewöhnlich tun die ja noch andere Dinge. Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein Bug. Man weiß es nicht so genau. Zwischendurch könnten wir eigentlich mal wieder speichern. Man kann bei diesem Spiel nicht genug speichern. Wir haben schon öfters Fehler gesehen und ja, sicher ist sicher. Wunderbar. So, unser Häuschen dürfte mittlerweile ein Dach haben und fertig sein. Ja, wunderschön. Hier ist die Laterne. Ein wunderschönes Dach. Da können zumindest mal vier von uns pennen. Und ja, wir werden demnächst dazu übergehen, hier noch ein zweites Häuschen zu bauen. Verzeihung. Und unsere Karotten wurden geerntet. Das ist auch eine gute Nachricht, denn dann können wir nämlich gleich bei unserem Daily Update, da haben wir es auch schon. Ah, schade, das war knapp. Die Hoffnung schwindet zuletzt, aber in diesem Fall ist das Ergebnis eindeutig. Wir werden leider keinen neuen Mitarbeiter bekommen. Dazu haben wir noch zu wenig Food. Moral ist gut allerdings. Und Net Worth haben wir gerade so verpasst. Ich bin mir aber ziemlich sicher, beim nächsten Mal wird das überhaupt kein Problem sein. Bekommen wir einen neuen Mitarbeiter. So. Kann man die nicht mehr zum Arbeiten schicken, wenn die jetzt Foodman sind? Das ist natürlich hart, weil hier ist alles voller Arbeit, muss ich mal sagen.
So, kann man denen nicht irgendwie Basic Combat Training denen sagen, dass sie weiterarbeiten sollen? Job Abilities, Level 1, Damage up 20%. Okay, das haben sie noch nicht erreicht, weil sie noch nicht viel gekämpft haben. Oh, Lizzie Nelvin has achieved Carpenter Level 3. Sehr schön. Wir können aber mal schauen, was wir denn für andere Berufe am Start haben. Wir haben hier noch zwei Leute, die frei sind, die grünen, die kann man immer besetzen. Und zwar bräuchten wir, glaube ich, jemanden, der... Ein Mason bräuchten wir. The Mason crafts building materials and decorative items from stone. Außerdem ein paar Werkzeuge, die man braucht, um einen Schmied zu machen. Ein Blacksmith. The Blacksmith refines raw ore into metal bars, then uses those bars to craft weapons, armor and building parts like gates. Genau. Die brauchen wir nämlich, um nachher alle Goblins zu vernichten. Und ich hoffe ja, dass wir hier in der Zwischenzeit ein paar Mineralien finden. So wie es aussieht, haben wir die hier aber nicht. Nur Stein. Und davon auch gar nicht so viele. Wir gucken mal kurz ins Inventar, wie es da aussieht. Haben wir da vielleicht ein paar Metalle? Auch noch nicht. Das war beim letzten Mal aber auch besser, muss ich sagen. Ich würde vorschlagen, wenn diese Strecke hier... X-Ray... hier, so und dann Slice, genau. Wenn das hier erledigt ist, würde ich sagen, gehen wir mal in die zweite Etage und versuchen dort mal ein paar Metalle zu finden. Wir brauchen Metalle nämlich dringend. So, da oben haben wir einen Fuchs, hier wird brav gegessen. Ja, als nächstes brauchen wir natürlich auch einen Ort, wo wir ordentlich essen können. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen erstmal unseren Zaun. Ohne Zaun sind wir nämlich gar nicht so sicher und deswegen bauen wir hier mal einen Zaun. Ach so, ich bin natürlich sehr clever. Kann man das rückgängig machen? Wie war denn drehen? Das war so, alles klar. So, dann haben wir das Problem nochmal gelöst. Wunderbar. Jetzt müssten eigentlich auch ein paar Leute kommen, die das bauen für uns. Und da sieht gerade, da kommt jemand. So, weiter geht's. Wir gucken mal kurz, wo wir hier stehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, noch 10 Minuten mit dieser Folge. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Können wir hier schön den Zaun langziehen. So. Ah ja, okay. Huch, habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, dann machen wir einen Zaun hin. Ein Tor könnten wir eigentlich auch hinbauen. 31, wunderbar. Wo sind wir? Aha. Hier wurde gerade eben jemand befördert, soweit ich das sehe. Sehr schön. Wäre natürlich auch cool, wenn man das klicken und halten könnte. Gerade beim Zaun wäre das sehr vorteilhaft. Aber soll uns nicht groß stören. Wir machen hier einfach weiter. Wir haben ja auch noch ziemlich viel Zaun am Start, glaube ich. Oder war es das jetzt? Nö. So, dann bauen wir hier rüber, würde ich sagen. Nochmal drehen. Ich glaube, das waren jetzt alle. Ja, alles klar. Da müssen wir gleich nochmal neue machen. Wird hier auch bereits fleißig gebaut. Ich glaube, hier baut gerade jemand was. Nein, erstmal zurück. Ich glaube, es sind gerade alle gut beschäftigt. Wobei die hier latschen einfach nur rum und passen auf. Das ist zwar in Ordnung, aber wir brauchen eigentlich mehr Arbeiter. Gut, da sind wir natürlich ein bisschen selbst schuld, gerade mit unserem Bergwerk. Da werden ordentlich Ressourcen gebraucht.
Gut, die könnten natürlich hier einfach das nehmen und dann hier rüber tragen. Nein, können sie nicht, weil sie müssen ja warten, Die müssen ja die Zäune nehmen und dann rüber tragen. Ah, hier. Hier geht es bereits etwas voran. Wunderschön, ein Zaun steht. So macht man es. Ein Zaun hintragen und dann einen Holzblock wieder mitnehmen. So muss man es tun. Sehr schön. So. Weiter geht's. Es wird Nacht. Hoffentlich macht jemand mal das Lagerfeuer an. Ist nämlich ziemlich dunkel. Und auch mal die Lampen an. So, wie weit sind denn unsere fleißigen Bergwerker? Haben immer noch keine Mineralien gefunden. Dafür aber Steine, Steine und Steine. Steine sind auch gut, die brauchen wir auch. Aber nicht unendlich. So, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du fertig mit Bauen? Der Carpenter... Oh, Invaders sighted. Na klar, genau von der Seite. Sehr schön. Dann holen wir mal unsere Armee hier zusammen. Tada! So, die schicken wir mal hier hin. Da sind sie. So. Sie kommen näher und los geht's. Yippie! Gibt ihnen! Click and drag to loot items from the world. Was war das gerade? War da noch jemand? Okay. Sieht aber so aus, als hätten wir... Als hätten wir alle besiegt. Das ist wunderbar und wie ihr seht, von dort kommen die Angreifer. War gar nicht so dumm, hier anzufangen, einen Zaun zu bauen. Das ist auf jeden Fall sehr clever. Was war da? Alles klar, nur ein Tierchen. So, Andy Karn has achieved Trapper Level 2. Das ist sehr gut, denn der wird später unser Schäfer werden. So, sind alle schlafen? Sehr süß. Wunderbar. Da brauchen wir aber bald noch ein neues Häuschen. Und ich freue mich, wenn unser neuer Mitarbeiter kommt. Denn hier mit unseren zwei Verteidigungstypen, die hier nur so mit dem Schwert rumlatschen, die können natürlich nicht arbeiten. Und das war bisher schon ein beträchtlicher Teil unserer Arbeitskraft. Das bedeutet, kommt wieder ein neuer, können wir auch mal ein Häuschen bauen, neues. Das brauchen wir dringend. Wir brauchen einen Ort zum Pennen. Wir brauchen dann vier neue Betten. Und wir brauchen einen Ort, wo die essen können. Das heißt, vier Tische mit 8 Stühlen. Das ist für unseren Carpenter dann auch nochmal ordentlich Arbeit. Der hat, glaube ich, momentan nichts zu tun. Das ist richtig. Wir könnten aber mal einen Mason's Hammer and Chisel bauen. Wir haben nämlich Steine, genau. So, und dann können wir denen nämlich einen neuen Job zuweisen. Brauchen wir nämlich für Werkzeuge und auch... Ja genau, nochmal für Werkzeuge. Also der macht ein neues Werkzeug, mit dem man dann einen Schmied machen kann. Rufus Garrow has arrived with wares to sell. Das ist toll, der verkauft uns Steinsachen, brauchen wir aber nicht. Wir können im Gegenzug dazu aber auch Sachen verkaufen. Zum Beispiel einen Silkweed Bundle. Wo haben wir den denn her? Ich glaube, den haben wir gelootet. So, und dafür bekommen wir Gold. Und momentan haben wir 0 Gold. Deswegen würde ich sagen, verkaufen wir einfach mal... Juniper Lock 10 Stück, dass wir mal 10 Geld haben, falls wir mal nochmal irgendwie ein paar Groschen brauchen für einen Getränkeautomaten oder sowas. Wunderbar. So, hier wird auch so langsam der Zaun gebaut, das ist schön. Wir könnten dann in der Zwischenzeit, dürften wir eigentlich einen Mason erklären können, jawohl. Wunderbar, dann haben wir hier einen Mason. Der Mason dürfte jetzt gleich hierher kommen und sich selbst promoten. Und dann machen wir ein Werkzeug, mit dem wir den Schmied machen können. Hier haben wir nämlich noch einen frei. Change Job. So, Blacksmith's Hammer, crafted by the Mason. So, der müsste jetzt hier eigentlich sein.
Wunderbar, dann schnappen wir uns den gleich mal und bauen seinen Workshop hier neben das Feuer, dass wir das immer schön wiederfinden. Der hat jetzt leider gerade hier irgendwas genommen, einen Zaun oder so, und wollte was bauen, muss er aber ein bisschen noch warten. Hier wird jetzt gerade fleißig schon an dieser Baustelle gearbeitet und damit ist es wieder morgen. Das freut mich sehr und das bedeutet auch das Ende für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bei Folge 2 mitgeschaut habt. Es geht hier gleich noch ein bisschen weiter. Ich bleibe hier am Ball mit dieser Aufnahmesession und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten gerne auch einen Kommentar da lassen oder falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Dann bleibt ihr hier am Ball, wenn ich tolle Geschichten über kleine Männchen in viereckigen auf viereckigen Flächen erzähle. Vielen Dank, ich bin der Droidboy, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal, tschö. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stonehearth. Folge Nummer 3. Wir sind hier immer noch schön am Start. Unsere Leute, denen geht's gut, die Sonne ist gerade aufgegangen und ja, jetzt müsste eigentlich gleich der Tagesbericht für, jawohl, da ist es schon, Daily Update ist reingekommen und drückt bitte die Daumen, dass wir neue Mitarbeiter bekommen. Food haben wir alles erfüllt, Moral haben wir alles erfüllt und Net Worth, a new settler would like to join your town, accept or decline? Schwierige Frage, natürlich, was für eine Frage, accept und da kommt er auch schon. Tibber Winsett has joined Seeberg. Herzlich willkommen, Tibbeter. Seltsamer Name, mein Freund, aber deine Hände sind herzlich willkommen. Wir haben hier wirklich einiges zu tun, wie du siehst. Ja, alles gut. So, hier haben wir vielleicht in der Zwischenzeit, nein, immer nur noch Stein. Ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Etage tiefer gehen, damit wir hier durchkommen und der Zaun wächst Stück für Stück. Wir bräuchten aber noch mehr Zaun. Das heißt, wir werden nochmal mindestens, können wir schon, 20 Zäune brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Das ist ja nicht nur die einzige Grenze, die wir damit bauen, sondern die können ja dann gleichzeitig auch von hier oben kommen. Was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. So, auch von oben kommen. Das heißt, wir müssen den Zaun hier ja auch noch ein bisschen weiter bauen. Hier haben wir nämlich eine Leiter. Da können die runterkommen. Wobei ich nicht so genau weiß, ob die das auch tatsächlich würden. Man weiß es nicht. So. Das könnte aber ruhig ein bisschen schneller gehen, muss ich sagen. Vielleicht jetzt hier mit unserer neuen Hilfskraft. Trester Killian ist am Start. Wo ist denn unser neuer Mitarbeiter? Hier unten, Tibber Winsett, ist bereits im Bergwerk und meint, na gut, sehr vorbildlich, fängt gleich mal mit dem Härtesten an, was es gibt. Kann man schon mal machen. Elton Belltower, oh, a caravan approaches, die checken wir natürlich gleich mal ab. Hello Seeberg, I come bearing goods for trade. Would you like to give me 10 oak log in exchange for 12 picket fences? Na, auf jeden Fall, toller Deal. Da haben wir nämlich 2 Fences mehr, wie wir es eigentlich haben würden. Zack, alles voll mit Fences. Ein Träumchen. Wunderbar. Und wir brauchen sowieso viel Fences. Von dem her ist alles gut. Da können wir hier gleich auch mal weiterbauen. Nein, das war hier. Zack. Place Items. So, dann bauen wir hier nämlich mal, machen wir hier alles dicht. Die wollen wir nämlich gar nicht erst haben hier bei uns auf dem Land. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier ist mit der Verbindung. Die müssen wir wieder mal drehen mit Komma oder mit Punkt. So, müsste doch eigentlich funktionieren. Testen wir auch mal aus. So, wunderbar. Das heißt, wir haben hier aber auch Platz für ein Häuschen. Jetzt habe ich das Tor natürlich hierhin gemacht. Dann müssen wir vielleicht das Häuschen tatsächlich hierhin bauen, damit wir hier so ein bisschen durch können. Hier können wir uns überlegen, ob wir noch eine kleine Hütte hinbauen. Aber hier werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen größeres Haus hinbauen mit 4 Betten und mit einem großen Esstisch.
Den können wir durchaus hier hinbauen. So, und dazu haben wir denn genug Holz? Ich glaube, das sieht gar nicht nach genug aus. Lass mal kurz gucken. Inventory. Na ja, okay, 71. Notfalls holzen wir einfach wieder Holz ab. Wir haben ja hier... Nö, gar nicht mehr so viel. Aber natürlich haben wir hier noch ganz viel. Vielleicht sollten wir hier... noch ein... ein Tor bauen. Und zwar müssen wir hier dann wieder zum Carpenter gehen. So. Und ein Tor bestellen. So wie es aussieht, sind die auch schon fast durch. Wunderbar. Und wir könnten hier eigentlich beim Mason, wenn wir gerade dabei sind, einen Blacksmith Hammer machen. Unlocked Level 1. Promotes a Hearthling into a Blacksmith. Okay, geht erst, wenn unser Mason Level 1 erreicht hat. Deswegen... Stone Mall machen wir doch, geht auch erst mit Level 1. Das geht nicht mit Level, das geht auch so. Ja, was haben wir denn hier noch? Stack of Stone Bricks. A key component of stone structures like castles and roads. Roads! Cool. Damit können wir doch Steine, da können wir doch Wege verlegen, oder sehe ich das falsch? Da müssen wir mal experimentieren. Ich mache jetzt einfach mal 10, wir haben ja genug Stein. So, in der Hoffnung, dass dann ein Level 1 bei rausspringt. Und eigentlich haben wir jetzt hier offen, aber wir haben sowieso alles offen. Müssen wir mal gucken. So, oh, ein Bronze-Ingot. Nice, okay. Bitte, bitte looten einmal. Wir haben hier Bronze. Ich glaube, das kommt von den Leuten, die mal bei uns waren, die wir getötet haben. So, wie sieht es denn aus mit unserer Mine? Da sind die gut vorangekommen, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Haben es auch nicht mehr weit, das ist schön, weil eigentlich würde ich gerne eine Etage tiefer gehen. Ich glaube nämlich, diese Ebene hier ist gar nicht so fruchtbar. Da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Genau weiß ich es allerdings auch nicht. So, wunderbar. Hat jetzt jemand das Ingot mitgenommen? Er vielleicht? Nö. Was hat er denn? Level 2 Trapper. Hat er was dabei? Oh, ordentlich Level hat er hier schon am Start. Einmal, Speed up 10%. Long walks have increased the Trapper's food speed. Dann haben wir hier Charm Pet. The Trapper will occasionally choose to turn a particularly fine animal into a pet. Kann also sein, dass wenn er mal ein tolles Tier findet, dass er das zu einem Haustier macht. Ist sehr nett. Dann haben wir Efficient Cuts. Ist allerdings noch nicht freigeschaltet. Lesen wir dann vor, wenn es freigeschaltet ist. So, wunderbar. Unser Lager füllt sich hier aber auch schön. Hier haben wir schön was zu essen. Alles gut. Wir könnten jetzt mal probieren, ob vielleicht noch ein drittes Feld für die Herrschaften angenehm ist. So. Und zwar... the plants fiber can be spun into thread. Genau. Damit können wir nämlich dann in Zukunft noch andere Dinge tun, die wir noch brauchen für Klamotten und all so einen Scheiß. Deswegen würde ich mal sagen, Silkweed ist gar keine schlechte Idee. Bauen wir mal an und gucken mal, ob der damit noch zurechtkommt. Wenn nicht, dann bauen wir noch eine zweite Ho. Tristan Killian has achieved Mason Level 1. Iha! Wie schon gedacht, hat tatsächlich das Bauen von Wegesteinen, von Stacks of Stone Bricks dazu geführt, dass wir tatsächlich einen Level aufgestiegen sind. Und deswegen können wir jetzt den Blacksmith Hammer machen. Sehr schön. Bereits 5 Wege haben gereicht. Und sobald es wieder Tag geworden ist, ja, endlich hat es mal jemand geholt. Sobald es Tag geworden ist, würde ich vorschlagen, überall gehen die Lichter an. Sehr schön. Würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, einen Weg zu bauen, weil Wege sind einfach immer sehr geil. Die sehen gut aus und machen so ein Dörfchen dann doch tatsächlich einfach nochmal wohnlicher und schöner. Und ja, sind wir doch wieder ein bisschen weiter vorwärts gekommen. Was geschieht hier? Wird hier vielleicht noch ein zweites Feld gemacht? Jetzt muss ich natürlich erstmal die kompletten Bahnen hier reinholen. Habe ich die vielleicht ein bisschen überfordert. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine gute Idee, irgendwann einen zweiten Farmer zu machen. Wir haben ja noch 2 freie Mitarbeiter. Was für Jobs stehen denn noch am Start? Okay. Genau, ein Schmied.
Den könnten wir jetzt eigentlich mal machen, sobald der Blacksmith's Hammer da ist. Müsste gleich eigentlich passieren. Dann einen Farmer haben wir, Footman haben wir, Mason haben wir, Trapper haben wir und Weaver, das ist das nächste. The Weaver makes thread, fabrics and hangings from fiber and dye. Und das brauchen wir, um unter anderem Rüstungen zu machen. Und deswegen brauchen wir eine Weaver's Spindle, crafted by the Carpenter. Dann gehen wir doch mal zum Carpenter und lassen uns eine Weaver's Spindle machen. Hier, eine Weaver's Spindle. Bitteschön, Dankeschön. So, zwischendurch, nicht vergessen, immer mal wieder speichern. Sonst wird das nämlich nichts, wenn da ein Fehler kommt. So, wunderbar, Exit Game. Ich habe das Game Exit. Warum? Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt kurz vorm Ende der zweiten Folge. Passt also. Und ich hoffe nur, dass jetzt hier die Aufnahme nicht korrupt ist. Das checke ich gleich mal ab. Ansonsten beiße ich mir wieder in den Arsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.